Hallo und herzlich willkommen bei Antalya City Livestream. Ich bin gerade in Çorlakle und wir schauen uns heute ein Hotel an. Es ist das Mary Palace Resort und Spa Hotel. Das Hotel wurde 2015 gebaut. Das Hotel hat insgesamt 225 Zimmer. Es hat 5 Sterne und mal schauen, was uns heute hier in dem Hotel erwartet. Wir schauen uns das gesamte Hotel an. Ich werde einmal die Kamera drehen. Da sieht man hier schon den Außenbereich vom Hotel. Da vorne geht es zur Hauptstraße, wo auch die ganzen Busverbindungen sind. Und hier vor uns ist auch gleich das Mary Palace Resort und Spa Hotel. Hier in Çorlakle. Ein neueres, tolles, gepflegtes und sauberes Hotel. Was auch hier kein Parkplatz hat, ein klein, was auch hier ein Katzenhaus hat, direkt vorm Hotel. Und die haben hier auch für E-Autos Möglichkeit zum Auftanken. Das haben auch viele Hotels nicht. Und da sieht man hier auch Futter und Wasser auch für die Tiere direkt vorm Hotel im Mary Palace Resort und Spa Hotel. Und dann gehen wir mal hier in Richtung Hotel und da sieht man auch einen großen Löwen als Statue und da sieht man auch jüngere Katzen. Das heißt, das Hotel ist auch katzenfreundlich und katzenlieb. Hier eine dreifarbige Katze mit zwei verschiedenen Augen. Und da sieht man hier am Eingang mehrere Katzen, wie gesagt, weil das Katzenhaus hier ist. Und wie jedes Hotel hat auch das Mary Palace hier ein Security am Eingang. Hier einmal der Empfang von der Security, hallo. Der Generalmanager, hallo. Und einmal hier nochmal mit der schönen Beschriftung, wo man auch Fotos machen kann. Mit der Beschriftung I love Mary Palace. Also man sieht, dass es schon von draußen sehr schön beschmückt ist, auch allein von den Pflanzen hier. Vom Katzenhaus her, von den Statuen her. Und dann gehen wir mal ins Hotel rein und mal schauen, was uns hier jetzt erwartet. Und wir werden erwartet vom Empfangsmanager, von dem Herrn Bulent. Hallo Ahmed, herzlich willkommen. Wie geht es dir? Ganz herzlichen Dank, mir geht's gut, danke. Danke, dass du die Zeit genommen hast, um uns heute das Mary Palace Hotel zu zeigen, wo sich auch viele Zuschauer darauf freuen, das Hotel mal zu sehen. Ne? Wie man sieht, ihr habt heute auch türkischen Abend im Hotel. Jawohl, heute haben wir türkischen Abend. Den Empfangscocktail gibt es auch hier. Ja, Empfangscocktail fängt erst hier. Dann haben wir noch etwas zum Essen, Äpfel und so weiter. Ja, ist ja schön. So einen Empfang haben wir. Empfangsdame, ist ja schön. Und unsere Rezeption ist noch 24 Stunden. Hier hast du auch die Guest Relation gleich hier. Den ganzen Tag. Den ganzen Tag da, ne? Kann man doch hier die à la carte Restaurant reservieren und so weiter. Und unser zum Einchecken. An der Rezeption. Ein Auschecken, alles an der Rezeption. Alles an der Rezeption, ne? Also. Und die sprechen auch alle Deutsch an der Rezeption? Alle Deutsch, Englisch und auch teilweise Russisch. Ich nicht, aber. Du bist ja auch hier an der Rezeption, der Rezeptionsmanager. Und dein Hotel steht seit 2015 hier. Man sieht auch, dass alles hochmodern ist und sehr schick eingerichtet ist in dem Hotel. Ne?
der alles ganz toll gemacht. Hier direkt an der Rezeption das Ein- und Auschecken bei den netten Herrschaften. Und hier darf man sich auch hinsetzen, ne? Das ist nicht nur zu dir, oder? Das sieht ja sehr schick aus. Wie die Sessel für König und Königinnen. Deswegen halt, ne? Ja. Und oben sind auch die Zimmer. Wie viele Stockwerke hast du? Haben wir 5 Stockwerke also. 5 Stockwerke, ja. Ne? Und in jedem Gebäude befindest du 2 Lifte, ja. 2 Fahrstühle. Das ist ja beeindruckend. Und das ist hier dein Lobbybereich, ne? Ja. Hier ist unser Lobbybereich. Dann schauen wir mal an, was du hier zu bieten hast. An alle, die neu dazugekommen sind, wir sind heute in Cholakle im Mary Palace Resort und Spa Hotel. Vergiss nicht, das Video zu teilen, vor allem in den Gruppen, damit viele Leute mitbekommen, was einen erwartet, wenn man hier im Mary Palace Resort und Spa ist. Das Hotel hat bis zum 5. Januar auf und dann macht es, glaube ich, für eine kurze Zeit zu. Genau, bis zum 1. März 2024. Also man kann es noch über Silvester buchen hier, ne? Ja. Über Silvester kann man das auch buchen. Hier sind wir jetzt in der Unser Lobby. Unser Lobbybar ist doch 24 Stunden geöffnet. Ist auch alles ganz schick gemacht hier. Guten Abend. Hallo. Deine Lobbybar hat 24 Stunden auf. 24 Stunden auf. Ja. Jedoch haben wir doch all-inklusiv bzw. 10 bis 0 Uhr. Aha. Als all-in danach extra gekostet. Also. Das ist ja schön. Also die Lobbybar im Mary Palace hat 24 Stunden auf. Wie gehört. Die Cocktails haben wir auch. Die Cocktails werden auch gemacht. Auch all-in. Auch all-inclusive, da wird gerade ein Cocktail zusammen gebastelt. Okay. Eine kleine Bibliothek haben wir. Hier hast du auch eine Bibliothek, da kann man Bücher lesen. Sieht doch alles ganz schön hoch, modern und nobel aus. Modern, ne? Also sieht wirklich wohl sehr toll aus bei dir. Man sieht, dass man sich viel Mühe gibt, um hier den Leuten eine Freude zu machen. Fernseher hast du auch da. Und das ist hier die Terrasse. Ja, Lobby-Terrasse. Hallo. Und das ist hier die Lobby-Terrasse im Mary Palace. Und hier nochmal die Lobby im Mary Palace in Cholakle. Terrasse. Rezeptionsterrasse haben wir noch. Jetzt gehen wir auf die Rezeptionsterrasse hier im Mary Palace.
hier nochmal die Rezeption. Und jetzt sind wir hier auf der Rezeptionsterrasse vom Mary Palace. Hier hat man aber auch schön Sonne, muss man sagen. Und auch einmal in die Richtung. Man sieht hier deine Pools. Wie viele Pools hast du denn hier im Hotel? Wie viele Pools hast du? Also hier haben wir drei. Drei Pools. Einmal mit Rutsche, einmal für Kinder und einmal hier separat. Ja. Und unten haben wir noch Hallenbad. Ja. Damit haben wir insgesamt vier Pools. Vier Pools, ne? Ja. Ist ja schön. Das Mary Palace in Gynodo, in Çolaklı, ne? Çolaklı ist das hier noch. Çolaklı. Genau die Grenze eigentlich. Oder manche spricht Çolaklı. Ja. Çolaklı. Hat einen Hauptpool, einen Rutschenpool, einen Kinderpool und ein Hallenbad. Dann können wir zur Lobby. Dann oben will ich Ihnen ein Zimmer zeigen. Jetzt zeigst du uns ein schönes Zimmer, ne? Jawohl. Im Hotel. Jetzt sind wir hier wieder in der Lobby und jetzt zeigt uns der Herr Bülent ein schönes Zimmer, was er hier zu bieten hat. Wir haben zwei Fahrstühle. Ja. Damit fahren wir an der zweiten Etage. Okay. Du sprichst aber gut Deutsch. Ja. Hast du in Deutschland gelebt? Nein, nicht gelebt, sondern hier gelernt, in der Türkei. Du hast bestimmt eine Freundin gehabt, ne? Deutsche Freundin. Keine deutsche Freundin, sondern mit der Schule habe ich angefangen. Mit der Schule? Dann Tourismus, erstmal Bodrum, dann Antalya. Aha, sehr schön. Jetzt sind wir hier im Zimmerbereich vom Mary Palace Hotel. So, unsere alle Doppelzimmer sind doch 29 Quadratmeter und ja, in jedem Zimmer befindet sich ein Doppelbett, ein Einzelbett und noch ein Sofa. Ansonsten haben wir ein Minibar. Ja. Die Minibar wird doch den ersten Tag mit Softgetränke aufgefüllt. Die nächsten Tagen wird doch Wasser und Mineralwasser aufgefüllt. Ja. Die Zimmer sind teilweise zur Poolseite und teilweise zur Landseite buchbar. Ja. Also modern eingerichtet. Das sieht man auch, sehr schick. Und hier ist der Minibar. Minibar, ne? Ja. Sehr schön. Ja, man sieht auch hier. Beim ersten Tag, so wird es aufgefüllt. So wird man empfangen am ersten Tag von dem Herrn Bülent. Im Mary Palace Hotel. Und Tee und Kaffee Setup haben wir in jedem Zimmer. Ja, und Safe hast du auch hier? Safe haben wir im Schrank. Safe hast du im Schrank. Und der ist gegen Gebühren, kostet der was? Kostet 2 Euro pro Tag. 2 Euro am Tag, ne? Ja. Ja, ist auch normal. Und Badezimmer sind auch neu renoviert. Letztes Jahr haben wir den ganzen Boden erneuert. Früher haben wir doch die Badewanne gehabt. Jetzt seit einem Jahr haben wir die mit begehbare Dusche. Das sieht auch wirklich ganz toll aus. Also, ihr habt euch hier große Mühe gegeben, um den Gästen auch ein tolles Urlaub zu leisten. Hier sieht man jetzt auch das Bad.
Canberra Palace Hotel. Auch hier die Dusche an der Decke. Und dann schauen wir mal die Aussicht zum Pool an. Mache ich das Fenster auf. Und das ist hier der Balkon. Die Zimmer sind natürlich alle Nichtraucher, das muss man nicht mehr sagen. Ne? Ja. Und das ist hier der Blick vom Mary Palace. Und das ist der Pool, der Hauptpool. Der Rutschenpool. Und dort hinten links ist dann der Kinderpool. Also sehr schick, was du uns bis jetzt gezeigt hast, Herr Bülent, in deinem Zimmer hier im Mary Palace. Nicht nur zur Poolseite, sondern auch zur Landseite haben wir die Zimmer. Ja. Jetzt können wir zum Restaurant gehen. Ja. Die Vorbereitung von unserem Buffet wollen wir Ihnen zeigen. Wir schauen hier noch mal kurz runter. Wie sieht das aus? Das sieht toll aus. Ja. Minus 1 ist unser Hauptrestaurant, bitte schön. Jetzt sind wir minus 1. Ach, du schon wieder. Hallo. Schauen wir draußen und dann, oder ist schon bereit das Buffet? Ja. Ich sage, wir gehen mit einem Chef. Und heute hast du auch türkische Night hier. Heute haben wir doch türkischen Abend. Türkischen Abend. Haben wir doch in der Woche dreimal Themenabende. Freitags haben wir einmal türkischen Abend, einmal Gala. Und mexikanisch haben wir noch. Also, das ist hier schon mal der Fruchtbereich. Hier im Mary Palace Hotel. Es fängt aber an mit Gözleme-Stand an. Ach so, das habe ich ja gar nicht gesehen da. Hier hat man auch ein Gözleme-Stand, das heißt türkisch Crepe, Teigbrot mit Käse und alles mögliche. Also Kartoffel für die Kinder mit Schokolade, ja. Mit verschiedenen Sorten also. Und das ist hier das Restaurant. Von euch? Ja, die offene Buffets haben wir, also Sitzmöglichkeiten haben wir doch genug. Drinnen auch auf der Terrasse. Ja. Dann schauen wir uns erst das Buffet an, bevor es gleich da losgeht. Und dann schauen wir uns hier draußen nochmal den Poolbereich an. Na? Dann, weiter. Dann fangen wir mal beim Buffet an und dann ganz zum Schluss hier zum Dessert kommen wir dann. Ne? Mal schauen, was dort alles hier zu bieten hat. Auch hier alles
Da sieht man, dass da richtig Meisterarbeit hintersteckt bei den Wassermelonen hier. Ne? Schön dekoriert also. Blume. So, und hier gibt es bei dir auch erstmal eine Tagessuppe, zweimal. Hier geht es los mit einer Tagessuppe bei dir. Die türkische Linsensuppe. Linsensuppe, ja. Türkisch Abend. İşkembe de olur, ne? Und das ist hier İşkembe. Der Brotbereich. Der Gebäckbereich. Man sieht hier auch Pide. Pide, ja. Pide-Meister. Das ist sehr lange Rüstung. Sieht man hier auch den Ofen. Dann sieht man hier auch den Diätbereich. Das muss der Diätbereich sein, richtig. Das ist Diätkost. Ja. Diätbuffet. Dann einmal Nudeln. Truthahn. Reis, Ketchup, Mayonnaise. Und du hast sogar einen Kinderplatz da, richtig? Ja, für die Kinder haben wir auch separat. Auch sehr schön. Also Kinder können sich hier auch hinsetzen und untereinander sitzen und sich kennenlernen. Und die haben auch einen Kellner für sich. Natürlich, also ja, ne? Die Kinder sind ganz wichtig für uns. Und für Kinder gibt es natürlich Pommes, Nudeln sicherlich, da kommt sicherlich noch Pommes rein. Ne? Nudeln, Reis. Und hier kommt noch was rein. Komple döneceğiz gibi geliyor. Bütün her şeyi A'dan Z'ye. Und was hast du hier noch? Da steht es auch auf dem Display, was das sein soll. Bitte? Bei dir. Auf dem Display steht das hier. Ich hab mich gleich. Auf dem Display steht das. Dana Tandır. Was das genau ist und so, ne? Reis. Dana Tandır'ı çeviremedim ben Ahmet. Ja. Da steht auch hier auf dem Display überall, was das mal sein soll. Was da ist. Was da angeboten wird. Und Keşkek. Das ist Weizeneintopf. Kartoffel. Bohnenreis. Bohnensuppe, Entschuldigung. Mante auch typisches Essen. Mante. Kebab. Merhaba. Merhaba. Hallo, das ist hier unser Koch. Dein Chefkoch. Unser Chefkoch. Nice. Hallo, grüß dich. Hallo nach Deutschland. Dann haben wir hier noch einen Salatbereich. Mit vielen verschiedenen Grünzeug. Dann gibt es hier nochmal Chiköfte. Chiköfte war das Wort. Wie kann man es übersetzen? Also Chiköfte. Ja. Rohe Köfte. Dann hier nochmal den Feinkostbereich. Kann man hier sehen. Also das Mary Palace hat schon einiges zu bieten. Man bekommt keinen Hunger in dem Hotel. Für jeden ist etwas da. Hier auch mit Kalamari-Salat, Thunfischsalat. Und hier hat man auch einen sehr schönen Salatbereich.
Hallo? Machst du die Salate? Ja. Ja, sehr schön. Hier sieht man auch die Salate. Buz mu? Buz. Çarpı ile çek. Und hier nochmal Oliven- und Soßenbereich im Mary Palace Hotel. Und dann schauen wir uns mal den Dessertbereich an, das Hauptmenü, den Feinkostbereich. Und jetzt sind wir hier im Dessertbereich, was auch hier sehr, sehr schick und herzlich vorbereitet wurde. Aufgrund des türkischen Abends auch natürlich eine türkische Flagge da, weil nicht, dass viele denken, warum ist da die türkische Flagge? Ist halt türkisch Night heute da. Das ist hier der Dessertbereich im Mary Palace Hotel in Çolaklı. Und das ist hier der Früchtebereich. Vom Mary Palace. Sakın küfür etme. Biliyor musun? Das sieht doch alles ganz toll aus. Dann hat man hier noch ein bisschen Dessert und den Baklava-Bereich. Und natürlich gibt es auch Grill. Das schauen wir uns an. Nachspeisen also. Genau. Die Nachspeise, das Dessert. Hier auch für alle Baklava. Und das war das Abendbuffet heute bei Türkisch Night, beim türkischen Abend im Mary Palace Hotel. Also das sieht ganz, ganz toll aus, sauber aus, gepflegt aus und natürlich viel Platz für alle und auch einen eigenen Kinderbereich. Das ist natürlich auch mal schön, sowas zu sehen. Die Tische sind gedeckt. Um 18.30 Uhr geht dein Essen los. Bis 20.30 Uhr. Ja. Und dann gehen wir mal hier in den Außenbereich und da sieht man auch den Grill. Wie sieht man hier? Rustam. Schaut mal, hier wird auch gegrillt, frisch. Grillecke. Mit Holzkohle. Ja. Grillecke, sehr schön. Hühnchen und Fisch auf Grillholzkohle. Auch gegrilltes Gemüse ist hier zu sehen. Döner. Döner Kebab. Hallo. Auch hier Döner Kebab. Man auch hier noch
und den Hackfleischspieß, den Adana Kebab. Sieht man auch hier frisch vom Holzkohlegrill. Wird hier vorbereitet für die Gäste. Mit gegrillter Tomate, Peperoni. Und so schaut es dann aus. Lecker, lecker, lecker. Ja, super. Hallo, Ciro, ne? Hier, Mann, ja. Was man sieht, dass sich hier viel Mühe gegeben wird für den Abend, für den türkischen Abend heute im Mary Palace Resort Hotel. Bald geht das Abendessen los, um 18.30 Uhr geht es hier los. Und hier draußen kann man auch sitzen, das sieht man. Also, und das war das Restaurant. Jetzt das können wir die Schritte von unseren Gästen folgen. Also nach dem Essen zu unserem Pool. Ja. Poollandschaft. Jetzt sind wir hier am Pool. Hier sieht man auch den Kinderpool, den wir von oben auch gesehen hatten. Den Rutschenpool. Man jetzt hier auch. Und man sieht hier, dass für den nächsten Tag schon die Liegen vorbereitet werden für die Gäste. Und wie lange hat die Poolbar auf? Poolbar bis 0 Uhr. Bis 0 Uhr, ab 10 Uhr bis 0 Uhr. Und hier sieht man jetzt den Hauptpool vom Mary Palace Hotel. Davon sieht man auch das Amphitheater. Und das ist hier der Hauptpool im Mary Palace Hotel. Und vergiss auch nicht, das Video zu teilen, vor allem in den Gruppen, um vielen Leuten zu zeigen, was einen erwartet, wenn man das Mary Palace Hotel hier buchen sollte. Das Hotel hat bis zum 5. Januar auf. Man kann es also noch jetzt Ende Oktober, November, Dezember bis zum 5. Januar, also über Silvester kann man hier noch übernachten. Das wird sicherlich eine schöne Silvesterparty hier. Also nicht vergessen, das Video zu teilen, um auch so neuere, tolle, elegante Hotels auch zu unterstützen. Das Hotel hat insgesamt 225 Zimmer hier in Çorlaklı. Und hier wird heute eine tolle Abendshow gemacht. Beim türkischen Abend. Das ist schon hier alles vorbereitet. Alles ist vorbereitet für die Gäste. Also man ist hier nur am Vorbereiten, um den Leuten einen tollen Urlaub zu machen. Seht euch das mal hier an, wie das schon alles bereit steht. Damit die Leute auch nach dem Essen gleich hier sofort herkommen können. Und sich hier den Platz für die Show bereit zu haben. Seht euch mal die schönen Bäume hier an. Sieht ja auch toll aus. Und hier haben wir einen Corner Snack. Das ist hier die Snackbar. Die Patisserie haben wir tagsüber für unsere Gäste. Erstmal. Ja. Da sind die. Und unsere Corner Snack
wird doch gegen 14 Uhr geöffnet. Ja. Bis 16 Uhr kann man doch als à la carte was bestellen und essen. Ja. Hamburger, Pizza, Spaghetti und so weiter. Und daneben haben wir ein Cornerbar, auch um 12 Uhr geöffnet bis 0 Uhr in der Nacht. Also hier ist die Snackbar und eine Bar, wo man von 14, ab 14 Uhr was essen und trinken kann. Von daher hat man eigentlich in jeder Ecke vom Hotel hier was zum Essen und Trinken. Im Mary Palace Hotel. Das ist hier die Snackbar. Und alles wird auf die Tische serviert, also à la carte. Das ist ja super. Also man braucht nicht aufzustehen bei dir. Einfach sitzen. Tagsüber Eis für die Kinder, auch für die Erwachsenen natürlich. Du legst ja hohen Wert auf die Kinder, das ist super. Und rechte Seite haben wir einen schönen Garten für unsere Gäste. Hier kann man sich wie zu Hause fühlen, also. Hier nochmal Mary Palace, der Garten. Und Spielplatz hast du auch, da ist der Miniclub da vorne. Spielplatz und Miniclub, ja. Okay. Und da darf man auch drauf liegen, ne? Ja. Das ist nicht zur Deko. Also hier kann man auch zwischen den Bäumen auch liegen. Hier sieht man einen Mandarinenbaum mit kleinen Mandarinen. Hier sieht man Granatapfel, die kann man ja bald schon essen. Ja, die sind ja, die Granatäpfel sind ja schon eigentlich fast essbereit. Und hier kann man auch sehr toll liegen. Im Mary Palace Hotel. Und hier hat er auch nochmal Sonnenliegen im Garten. Und der Miniclub ist auf Deutsch? Deutschsprachig, Englisch und ja. Russisch. Drei Sprachen, das hört sich ja gut an. Und du bist ja nicht direkt am Strand, leider, das Hotel, ne? So ein schönes Hotel. Aber du hast hier einen Beach-Service, der die Leute zum Strand fährt. Ne? Shuttle-Service nennen wir also. Der fährt sicherlich hier los, habe ich recht? Nicht hier, nicht hier, sondern am Eingang. Am Eingang, wo wir gekommen sind, ne? Ja. Okay. Das fängt um 8.30 Uhr an bis ja. 18 Uhr in alle Viertelstunde. Jede Viertelstunde, ne? In jede sehr Viertelstunde schön, ja. Hin und zurück. Okay. Also wenn man hier Mary Palace hat, in Mary Palace sein sollte, man hat jede Viertelstunde einen Service zum Beach. Da haben wir noch drei Pavillons. Ja. Kann man es auch mieten über unsere Gästebetreuung. Ja. Gibt es verschiedene Pakete also. Hier mal die Pavillons, wo man auch ganz allein und versteckt liegen kann, wenn man die Gardinen zumacht. Die kann man über die Gästebetreuung dann mieten, also servieren. Hier die Pavillons im Mary Palace Resort und Spa Hotel in Cholakle. Und das ist hier Grapefruit oder Mandarine? Orange. Orange, ne? Orange. Und das ist hier? Walnuss. Walnuss. Walnussbaum. Walnussbaum. Aber ist so fashion. Aha. Ganz groß und schön, ey. Das ist ja richtig groß, interessant. Avocado. Avocado kann man auch hier sehen. Bitte, Ejder, Mebisse. Aha. Und dann haben wir auch eine tropische Frucht hier. Das kann man auch sehen. Schaut mal. Eine tropische Frucht haben wir auch hier. Ja, tolle Fruchtbäume. Ich habe ja auch ein paar vom Laden. Das ist hier ein Avocado-Baum. Auch hier, schaut mal, hier sieht man auch die
Avocado. Das ist sehr schön. Wenn man unter den Baum geht, sieht man hier die Avocado. Ne? Von außen sieht man die kaum. Aber sind ja schon viele Früchte dran. Das ist ja interessant. So sieht ein Avocado-Baum aus. Für alle, die es nicht wissen. Eine gesunde Frucht, die hier bei uns an der Mittelmeerküste auch wächst. Also das ist auch ein interessanter Garten hier. Mit den ganzen Früchten. Und da ist auch, wie gesagt, der Mini-Club. Und hier nochmal das Amphitheater, der Pool, das Hotel. Hier nochmal das Amphitheater. Ahmed, hier haben wir auch einen Eingang. Ja. Wenn wir reingehen, links haben wir das erste à la carte Restaurant. Italienisch, die Palazzo. Die Palazzo, das italienische à la carte Restaurant, hat hier der Herr Bülent im Hotel. Hier ist unser Lounge-Bar. Im Moment ist doch geschlossen bei schlechtem Wetter. Ach so. Machen wir es auf. Ja. Beziehungsweise im Vor- und Nachsaison. Also in der Vor- und Nachsaison hat hier die Lounge-Bar auf und es sieht alles ganz modern aus. Es ist ganz schick gemacht, alles ganz modern gemacht. Hier beim Mary Palace und Resort Hotel. So, jetzt wird auch ein bisschen Licht angemacht. Da kann man die hier sehen, dass man da ganz gemütlich sitzt. Hier im Hotel, im Mary Palace. Und die Beleuchtung ist auch ganz angenehm, wenn man hier sitzt. Das kann man auch sehen. Wir haben noch ein à la carte Restaurant. Daneben ist doch türkisch. Ja. Man kann einmal pro Aufenthalt All-In dort Abendessen, ja. Mit aber vor Reservierung, mit Anmelden. Das macht man bei unserer Gästebetreuung. Also man kann hier einmal essen im türkischen à la carte Restaurant, Tulips. Und bei türkischen Neid fällt sowas natürlich aus. Und hier ist ein Spielraum, auch für die Kinder. Das ist ein schönes Erlebnis im Game Room. Und eine Shopping Mile hast du auch da. Hier hat der Herr Bülent auch eine Shopping Mile im Hotel. Und hier nochmal. Und unsere Lounge Bar. Die Lounge Bar. Açıyorlarmış ya, alakartın içinde bir...
unser Shopping Center. Wie Paris. Ah, super. Fängt gleich türkischer Abend an. Man sieht, dass die um 18.30 Uhr Anfang von Abendessen. Ja. Ist ja schön. So hübsch bist du heute. Oh, nicht viel Spaß. Ich hab das so gesagt, da auch schon hat die Jetzt sind wir im Spa-Bereich vom Mary Palace Resort und Spa Hotel. Hier ist auf minus 2 haben wir das Doctor Office hier. Ja. Ansonsten. Der Doktor ist auch hier. Ja. Rechte Seite haben wir noch ein Miniclub, ist doch geschlossen. Ja. Unter dem regnerischen Wetter, schlechtem Wetter, benutzen die Kinder und auch unsere Amateure diese Räumlichkeit. Ja. Wenn wir noch weitergehen, haben wir an der rechten Seite unsere Disco im Sommer. An bestimmten Tagen sind die geöffnet, 0 bis 2, 0 bis 3 Uhr. Hier ist die Disco. Unser Disco. Hier ist die Disco. Ja. Vom Hotel. Und gleich hier links haben wir unser Hammam, unser Wellness und Spa. Hier ist der Wellnessbereich vom Mary Palace Resort und Spa Hotel. Und hier sind wir im Fitnessraum. Der ist auch ab 16, ne? Ab 16. 7 bis 19 Uhr. Bis 19 Uhr kann man hier trainieren. Im Mary Palace Resort und Spa Hotel. Und Hallenbad ist gerade zu, aber hier ist dann auch gleich das Hallenbad neben dem Fitnessraum. Und ja, auch im Winter bzw. nach und vor Saison wird das Wasser beheizt. Es beheizt das Hallenbad. Ja. Das ist schön zu hören. Da freuen sich die Leute. Das wird sehr oft gefragt, ob ein Pool beheizt ist. Aber die Leute sind auch begeistert von deinem Hotel, Herr Bülent. Die Leute sagen, alles schön, schick. Viele Leute waren hier auch schon mal. In den Kommentaren kann man das sehen. Dann warten wir auf alle. Nächstes Jahr oder bis zum 4. Januar warten wir alle zu unserem Hotel. Der Herr Bülent wartet euch alle ein ins Hotel. Jawohl! Bizim müzikçilerini gösterseydim olmasın. Bakalım mı? Yedim Friday. Und da sieht man, dass jetzt das Abendessen losgeht. Im Mary Palace. Das war die Frau, ne? Der typische Abend.
Ja, Herr Bülent, somit hast du uns heute das Hotel gezeigt und die Leute sind auch sehr begeistert. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihren Besuch. Ganz Hotel geschaut. Wir danken dir, dass du die Zeit genommen hast, das Hotel gezeigt hast. Ne? Und wir kommen auch öfter hier in der Wintersaison. Schauen wir das auch mal an, wie es hier dann ausschaut. Ne? Wir wünschen dir alle einen schönen Abend. Herzlichen Dank und bis dann. Ne? Das war heute das Mary Palace Hotel hier in Cholakle. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das kann man ja auch buchen. Es ist ja auch sehr zentral. Gleich an der Hauptstraße gibt es eine gute Busverbindung oder Taxifahrten überall hin. Man hat gesehen, dass es auch ein tolles Hotel ist. Und ich hoffe, wie gesagt, das Video hat euch gefallen. Danke, dass ihr alle wieder dabei wart. Ich danke euch alle fürs Liken, Kommentieren, fürs Teilen und auch für die Sterne. Entschuldigung. Kein Problem. Bir iki dakika uzatırsan şeyde, Ramazan Bey'le görüşecek. Konuşmak istersen Ramazan Bey'le belki bir hikaye edeceğiz. Ach so. Ramazan Bey? Şey, otel patronu. Ach so, okay. Ganz kurz nochmal bitte, bevor wir hier... Wenn der... noch ganz kurz nochmal, wenn jemand Zeit hat. Da wollen wir nochmal ganz kurz jemanden hier begrüßen vom Hotel. Vielleicht wird es doch ganz kurz etwas gezeigt. Ganz kurz noch. Wir sind hier gerade wieder in der Lobbybar. Mal zur Info. Nochmal hier die Lobby. Die Leute gehen jetzt natürlich auch zum Essen. Ne, also sie wollten gern nochmal hier kurz schauen, ob der Besitzer da ist, aber der ist leider nicht da. Der hätte auch gerne Hallo gesagt, aber er ist gerade außer Haus. Also nochmal ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich danke euch alle fürs Liken, Teilen, Kommentieren und für die Sterne. Und nicht vergessen, das Video zu teilen und auf die Seite Anteil der CD Livestream zu abonnieren, damit man auch immer Bescheid bekommen, wenn ein Video gestartet wird. Ich sage dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.